Wieder herzlich willkommen aus dem Deutschen Bundestag in unserem Live-Talk. Heute zu Gast mit Maximilian Krah. Herzlich willkommen, danke, dass Sie sich die Zeit genommen haben. Abgeordneter im EU-Parlament, im Ausschuss für internationalen Handel und aktuell auch wieder Spitzenkandidat der AfD für die Europawahl im kommenden Jahr. Danke für die Einladung. Und natürlich auch wieder mit zu Gast Carsten Hülse, für Sprecher für Klimaschutz und Energie und natürlich auch Mitglied des gleichnamigen Arbeitskreises der Fraktion. Herzlich willkommen. Danke für die Einladung. Immer wieder gern. Wir hatten ja lange keinen Livestream mehr, deswegen war es jetzt mal wieder an der Zeit. Ich würde gern zunächst, bevor wir auf Ihre Fragen eingehen, also ihr habt die Möglichkeit, jederzeit Fragen zu stellen, ich gucke immer mal rein, würde erstmal ins Thema einsteigen wollen. Wir hatten gestern einen wunderbaren Informationsabend mit sage und schreibe 150 Gästen. Und zwar ging es da um die Anschläge auf die Nord Stream Pipeline. Ein Jahr ist es jetzt her, ein Jahr und ein Tag. Was ist denn bisher bekannt? Welche Fragen sind vor allem für die AfD noch offen? Und was genau bedeutet denn diese Sprengung jetzt auch für die EU oder für Europa? Also für mich sind, um ehrlich zu sein, gar keine Fragen offen. Weil es gibt nur eine einzige Frage, die mich interessiert. Wer würde verhindern, dass wir Nord Stream reparieren? Das heißt, man kann jetzt lange darüber spekulieren, wer hat es gemacht. Da haben wir, glaube ich, alle denselben Verdächtigen im Kopf. Aber wir können es nicht sicher beweisen. Und wir wissen, wer Druck machen würde, dass wir es wieder aufmachen. Wir wissen, wer Druck machen würde, dass wir es nicht reparieren. Und das Entscheidende ist ja immer, wir wollen ja nicht nur Recht behalten, wir wollen es ja auch wieder herstellen. Und ich glaube, deshalb ist für uns politisch klar, wir müssen uns außenpolitisch mit den Freunden in den Vereinigten Staaten mal auseinandersetzen, dass sie aufhören zu verhindern, dass wir diese Nord Stream Pipeline wiederherstellen. Und wenn sie uns das erlauben, würden wir, glaube ich, auch alle übereinstimmen, dass wir nicht tiefer bohren, Hauptsache wir kriegen das Gas wieder. Was heißt das für Deutschland? Naja, deutscher Wohlstand besteht darin, dass wir Güter produzieren und in die Welt exportieren. Und dazu brauchen wir vor allen Dingen billige Energie, denn Fabriken brauchen Strom. Und nachdem also die Grünen und die CDU es geschafft haben, die Atomkraftwerke abzuschalten und nachdem sie es wegen ihres Klimavoodoos schaffen, jetzt die Kohle abzuschalten, da bei dir im Wahlkreis, bleibt halt als grundlastfähige Energie nur Gas übrig. Und wenn man uns die sichere, billige Gaszuleitung abdreht, müssen wir halt teures Fracking-Gas aus den Vereinigten Staaten von Amerika, was Wunder, kaufen. Kostenfaktor 4. Konkurrenzfähigkeit der deutschen Industrie null. Das Ergebnis: Verarmung, Verelendung und Abwanderung von Arbeitsplätzen. Genau. Nichts Genaues weiß man nicht. Und das Interesse gestern an der Veranstaltung an sich war sehr groß. Allerdings ist das Interesse der Bundesregierung, wer denn die Täter sein könnten oder wer die Täter sind, relativ gering, zumindest nach außen hin. Die meisten gehen davon aus, dass also die Bundesregierung das durchaus weiß, wer das gewesen ist, dass man darüber informiert wurde, zumindest im Nachhinein. Allerdings könnte es durchaus sein, dass Herr Scholz das schon wieder vergessen hat. Kleiner Gag am Rande. musste einfach sein. Der ist bei ihm zulässig. Nein, das musste einfach sein. Und genau, das billige Gas aus Russland, also der billige Energieträger aus Russland, der war die Grundlage dafür, dass sie mit ihren Spinnereien hier immer weitergekommen sind, weil die Gaskraftwerke wurden natürlich gebraucht, weil der Wind nicht immer weht und die Sonne nicht scheint, meistens nachts sowieso nicht. Und deswegen brauchten sie auch das Gas, das billige Gas, um letztendlich diese Fluktuation immer wieder auszugleichen. Das hat denen natürlich nicht gereicht und die Vereinigten Staaten wollten natürlich schon immer ihr Schiefergas verkaufen nach Europa. Ich erinnere daran, in der Zollkrise mit den Vereinigten Staaten, die wurde dann dadurch beigelegt, dass der Herr Juncker damals eine Vereinbarung getroffen hat mit den Vereinigten Staaten über zusätzliche Lieferung von LNG. Das hat überhaupt gar keiner mitgekriegt. Und zu dem Zeitpunkt habe ich auch gar nicht gedacht, was soll denn das? Wozu brauchen wir denn amerikanisches Gas? Wir kriegen doch genug von den Russen. Und letztendlich hat man natürlich auch alles getan, damit Russland erst die
die Gaslieferung drosselt, dann teilweise komplett eingestellt, zumindest über Nord Stream 1. Und, aber der Russe hat sich eben nicht so weit provozieren lassen, dass er gesagt hat, wir liefern euch nie wieder Gas. Und die haben gesagt, ja, selbstverständlich liefern wir euch Gas. So, ist uns egal, wir haben auch im Kalten Krieg Gas geliefert. Und deswegen wurde dann letztendlich das letzte Mittel gezogen, um uns von unserem Rohstofflieferanten abzuschneiden. Und das ist auch nicht Dummheit. Man wirft ja den Grünen immer wieder Dummheit vor. Also der Großteil der Leute, die da drin sitzen, sind wirklich dumm. Also zumindest haben sie eine mangelnde Ausbildung in Naturwissenschaften. Aber diejenigen, die Strippenzieher, diejenigen, die sagen, was passieren soll, was gemacht wird und so weiter, das sind überhaupt keine Dummen. Das sind böswillige Menschen. Meine Erfahrung auch. Also wir neigen dazu, uns auf Ricarda Lang zu konzentrieren und zu denken, so sind sie alle. Ja, ja, ja. Aber leider gibt es darunter ein paar richtig böse, strategisch denkende Menschen. Und ich kann es nur so sagen, diese Leute hassen Deutschland. Genau. Das letzte Gas kam August 22 zu uns. Seither kommt es jetzt über Norwegen, Niederlande, Belgien und eben vor allem auch Frankreich. Ja gut, Belgien, also die belgischen Gasfelder werden mir ja bekannt. Also die Belgier kaufen es ja auch irgendwo ein. Ja, ja, na klar. Aber es ist klar. Es kommt ja über Umwege, ja. Man muss sich zusammenklauben zu Mondpreisen. Ja? Also es ist ja, Geld verschwindet ja nicht, Geld wechselt den Besitzer. Und das, was wir zurzeit an Inflation, auch an Verarmung zahlen, füllt halt anderswo die Taschen. Genau. Und manchmal kann man eben auch mal dem Geld folgen und dann weiß man, wer ein großes Interesse daran hat, dass Deutschland weiterhin von russischem Gas abgeschnitten bleiben. Und vor allen Dingen füllt es die Taschen von denen, die Bundesregierung vorgibt, sozusagen leer machen zu wollen. Weil es gibt ja, wir haben ja quasi Verträge, mittelfristige Verträge abgeschlossen, unter anderem mit Russland. Das heißt, auch wenn wir jetzt kein Gas nehmen, bezahlen wir es trotzdem. Und die Russen sind in der Lage, weil wir es nicht abnehmen, es nochmal zu verkaufen. Und das machen sie natürlich auch. Würde ich auch machen. Und wir, ja, selbstverständlich, wenn jemand so blöd ist und das Geld zum Fenster rauswirft, dann kann man es auch einsammeln. Aber es kommt ja teilweise oder soll aus Nordafrika kommen. Viele machen sich Gedanken wegen dem Nickerputsch, ob das Auswirkungen auf Europa haben könnte. Selbstverständlich. Also es gab ja schon mal die absurde Idee, nicht Deutschland, sondern Europa mit Energie, in dem Moment sogar Strom, aus Nordafrika zu versorgen über die sogenannte Desertec. Das waren also große Solarkraftwerke, wenn man sich das vorstellt, einige haben das wahrscheinlich schon gesehen im Internet oder so, also riesige Spiegel, zehntausende Spiegel, die dann quasi alle ausgerichtet sind auf einen Punkt. Da wird dann meistens Salz erhitzt und das sollte dann Strom produzieren und dieser Strom sollte dann über Kabel sozusagen nach Europa geführt werden. Und das Ganze ist natürlich extrem ineffizient. Ich war gerade vor 8 Wochen in Israel. Dort steht so ein Solarkraftwerk. Das wird natürlich betrieben, weil der Strom gebraucht wird, aber es ist nicht effizient. Das amortisiert sich nie. Es ist immer so, dass immer reingesteckt werden muss Geld. Und das ist der erste Punkt. Und der zweite Punkt war dann natürlich der arabische Frühling, der die ganzen Träume hat platzen lassen. Großer, nicht Betreiber, aber die das vorangetrieben haben und entwickelt haben, war das Institut für Luft- und Raumfahrt. Und wie gesagt, hat einfach auch nicht geklappt. Und jetzt versucht man wieder so Wasserstoffproduktion dort quasi zu installieren, um den Wasserstoff dann irgendwie nach Deutschland transportieren. Und ich war gerade mit einer französischen Delegation zusammen. Und die bilden sich ja ein, die Deutschen, dass da eine Wasserstoffpipeline gebaut wird über die Pyrenäen, durch Frankreich, durch nach Deutschland. Und die Franzosen, naja, die sind da nicht unbedingt sehr motiviert. Im Januar gab es ein Ministertreffen, da haben die vereinbart, ja, wir bauen so eine Pipeline. Wir haben dann eine Spezialarbeitsgruppe eingerichtet und seitdem hat man nie wieder was davon gehört. Also die Franzosen sind da sehr, sehr zurückhaltend mit dieser Wasserstoffpipeline. Und mit Sicherheit werden wir diese Pipeline noch bezahlen, nicht irgendjemand anders, sondern letztendlich die Deutschen. Und dann wird sie nicht funktionieren. Naja, aber vor allen Dingen, was die Franzosen wirklich wollen, das hat man zumindest rausgehört zu haben,
Die grünen Spinner wollen ja nur grünen Wasserstoff. Wollen nur grünen Wasserstoff, der soll aus Solar und aus Wind, überschüssigen Solarstrom, überschüssigen Windstrom und so weiter hergestellt werden. Und die Franzosen sagen, nee, der Wasserstoff, den wir, sag ich mal, mit der Energie aus den Kernkraftwerken herstellen, der muss genauso gut sein, weil er ja auch CO2-frei ist. Ist er natürlich auch, obwohl Wasserstoff vollkommen absurd, die ganze Wasserstoffstrategie ist vollkommen absurd, ist es mit dem niedrigsten Energiekoeffizienten Wasserstoff, also im Vergleich zum Beispiel zur Spaltung eines Uranatoms sozusagen, da gibt es einen Faktor von 100 Millionen. 100 Millionen Mal mehr Energie wird quasi freigesetzt, also bis zu 100 Mal Millionen mehr Energie freigesetzt als bei der Verbrennung eines Wasserstoffs. Also es ist vollkommen absurd, auf Wasserstoff zu gehen, aber wie auch immer. Und die wollen einfach dann wahrscheinlich, prognostiziere ich mal, obwohl Prognosen, die die Zukunft betreffen, natürlich schwierig sind, dass die sagen, ja, ihr könnt diese Pipeline haben, aber dann kauft ihr auch unseren Wasserstoff, den wir in Kernkraftwerken herstellen. Also so einfach wird es. Den wir ja für grün erklärt haben. Das ist einer der seltenen hellen Momente des Europäischen Parlaments. Was ist da passiert? Ja, dass wir die Atomkraft für grün erklärt haben. Was natürlich in Deutschland keiner haben möchte. Aber die Zerstörung von Nord Stream, du hast es ja gesagt, wir machen uns jetzt abhängig von einer Technologie, die es nicht gibt, die nicht funktionieren wird und die in Nordafrika steht, was ja nun bekanntermaßen nicht das friedlichste Gegend der Welt ist. Und Namibia. Und Namibia auch. Das heißt, wir brauchen dann eine Pipeline ganz durch ganz Schwarzafrika. Nee, das wird dann mit dem Schiff. Das wird dann mit dem Schiff. Wahrscheinlich. Oder? Und wir sehen es jetzt auch, wo kaufen wir jetzt ein bisschen Erdgas als Ersatz ein? In Aserbaidschan. Das heißt, Unabhängigkeit von Russland, ganz toll, aber ökonomischer Wahnsinn. Aber von wem machen wir uns denn jetzt abhängig? Wir machen uns jetzt von Gegenden abhängig, wo wir überhaupt keinen Einfluss mehr haben werden. Also ja. Es geht komplett gegen die Wand. Und am Ende, wer zahlt? Es zahlt die Industrie, damit zahlen die Arbeitnehmer, es zahlt der Verbraucher, der eben jetzt im Winter sich überlegen muss, im Hinblick auf seine Heizkosten-Nebenabrechnung, wie warm seine Wohnung wird und. Also es ist eine Regierung, die das Land verarmt und außenpolitisch in Abenteuer führt. Denn man kann über Russland sagen, was man will, man weiß halt, was man hat. Bei den Aserbaidschanern weiß es eben nicht. Und ich habe ja gerade schon die französische Delegation erwähnt und die sehen das sehr, sehr skeptisch, dass man jetzt plötzlich in Aserbaidschan, sich von Aserbaidschan abhängig machen soll. Die haben gesagt, den einen Diktator sozusagen, die Abhängigkeit von dem einen Diktator, die Franzosen nennen den Putin-Diktator, ja. Aber ist ja egal, machen wir uns unabhängig und den nächsten Diktator sozusagen, der gerade dabei ist, offensichtlich einen Genozid zu planen, in Bergkarabach, also in Armenien. Also, aber unsere Abgeordneten haben da ganz schnell die Ohren zugehalten. Nicht wirklich, aber... Klar, aber das wollen sie nicht hören. Ja, das wollen sie nicht hören. Das wollen sie nicht hören. Die wollen nicht hören, dass Wasserstofftechnologie teuer, dass es die Technologien noch nicht gibt in Gänze, dass es natürlich auch keine Verteilnetze gibt, dass die Verteilnetze natürlich viel, viel aufwendiger sind, weil Wasserstoff durch normalen Stahl diffundiert. Das muss alles von vorn bis hinten, alles Edelstahl sein. Und, Kosten, und ein Loch und ein Feuerzeug. Kosten ohne Ende. Für nichts. Ich würde gerne mal vielleicht schon auf eine Zuschauerfrage eingehen. Jetzt. Na klar. Und zwar von Dirk. Guten Abend. Warum fördern wir denn nicht mehr unser Gas aus Niedersachsen? Also wir fördern Gas aus Niedersachsen, aber das sind quasi konventionelle Quellen, aber die bringen nicht allzu viel. Wir als AfD sagen, also zumindest der Arbeitskreis Klimaschutz und Energie, dass wir in Niedersachsen natürlich fördern könnten. Da liegt Schiefergas en masse. In Niedersachsen und Schleswig-Holstein ca. 2,5 Billionen Kubikmeter Schiefergas lagern dort. Und das könnte man fördern. Es gibt genügend Leute, die auch sagen, das sollte man fördern. Und das hat einen Faktor von ca. kostet ungefähr die Hälfte des Schiefergases aus den Vereinigten Staaten. Da muss man ja eben dazu sagen, dass das Gas aus den Vereinigten Staaten ist zu 90% Schiefergas. Also dort sagen wir, ist es okay, dass das abgebaut wird, aber in Deutschland wollen wir es nicht, zumindest die Grünen nicht. Wir sagen, soll man unter guten Sicherheitsbedingungen und die Technik ist wirklich so weit fortgeschritten, dass auch
das sehr, sehr, sehr risikoarm ist, das zu machen. Und diese ganzen, ganzen Panikfilme, die, sag ich mal, durchs Netz gegangen sind mit brennendem Wasser und so weiter und so fort, das Schwachsinn hat sich als Fake herausgewiesen, aber das wird immer noch als Argument dagegen benutzt. Dann haben wir auch noch Kohleflözgas. Also wenn man sagt, okay, die Kohle kann ich jetzt nicht fördern oder, sag ich mal, lohnt sich nicht, die zu fördern, weil es zu tief ist, die Kosten sind zu hoch, kann man das aber zumindest uncracken sozusagen, deswegen Fracking oder unfracken. Und dann kann man das Gas, was in der Kohle quasi gebunden ist, kann man auch fördern. Und da sind es ungefähr, nach Schätzung der von Bundesinstituten übrigens, 450 Milliarden Kubikmeter. Der Punkt ist nur, auch dieses Schiefergas ist immer noch teurer als russisches Pipeline-Gas. Ja. Also auch das heimische Schiefergas wäre teurer als das russische Pipeline-Gas. Ja, selbstverständlich. Von daher ist es immer, es bleibt dabei, es kann nur eine Zugabe sein, weil wir natürlich konkurrenzfähig sein müssen. Mhm. Und wenn wir weiterhin Güter, die wir produzieren, an die Welt exportieren wollen, dann haben wir einen Konkurrenzkampf auch in der ganzen Welt. Und eben solange, nehmen wir mal den zweiten großen Export, die zweite große Exportnation ist China, die kaufen halt Pipeline-Gas. Aber richtig. Insofern haben sie einen Kostenvorteil. Und diesen Kostenvorteil kann man nur ausgleichen, wenn man entweder so viel bessere Produkte hat oder wenn man zumindest kostenmäßig gleichzieht. Und nachdem wir ja mittlerweile auch vor allen Dingen irgendwie Genderwissenschaftler statt Ingenieure ausbilden, sind wir halt nicht mehr so viel besser. Zudem machen wir unsere einzige funktionierende Großindustrie, die Autoindustrie, gerade kaputt. Von daher, natürlich muss man prüfen, was man heimisch an Energie abbauen kann, aber wir müssen konkurrenzfähig bleiben. Nicht, also, das ist so ein bisschen der Grund, warum man da eben langsam vorangeht. Genau, also unser Ansatz ist auch nicht, auf Teufel komm raus, jetzt so schnell wie möglich alles rauszuholen, sondern unser Ansatz ist es, natürlich auch erstmal Probebohrungen zu machen und dann quasi auf niedrigem Niveau das Schiefergas zu fördern. Das musst du aber machen, damit du dann, wenn es eine, sag ich mal, wenn es eine Notsituation gibt, dass du dann sozusagen relativ schnell sozusagen ausweiten kannst, die Förderung. Und vor allen Dingen soll es natürlich, das wollen wir auch nicht, wir wollen auch nicht, so wie es vorher war, also vor dem Konflikt, dass wir zu 50% oder 60% aus einem Land das beziehen, sondern wir wollen natürlich eine Substituierung, das heißt, wir wollen aus verschiedenen Ländern verschiedene Energierohstoffe beziehen und dann unter Umständen eben auch noch die Möglichkeit haben, falls uns da jemand wegbricht oder zwei sogar, dass wir dann sagen, okay, und jetzt fördern wir unser eigenes Gas. Dafür brauchen wir auch wieder einen Einstieg in die Atomenergie. Ja. Und wir brauchen längere Laufzeiten unserer Kohlekraftwerke, nämlich bis wir das hingekriegt haben. Also mal abgesehen davon, dass wir unmöglich Hoyerswerda und Weißwasser sterben lassen können. Das ist auch noch eine Frage dazu. Wissen Sie, was Strom aus sächsischer Braunkohle und Atomkraftwerk kostet? Ist das nicht sogar besser und günstiger? Natürlich ist es besser und günstiger. Also im Moment, also die Kernkraftwerke, die bei uns stehen, sind alle abgeschrieben. Ja. Heute hat jemand wie hat das denn genannt? Komme ich jetzt nicht drauf. Also der hat es noch, da gibt es irgendwie noch so einen Fantasiebegriff, den er da verwendet hat. Jedenfalls ist es quasi, ist abgeschrieben, keine Kosten mehr sozusagen für Abzahlung, sondern es hat sich schon amortisiert und dadurch sind natürlich die Gestehungspreise extrem gering. Ich glaube zwischen 5 und 6 Cent pro Kilowattstunde und es im Moment sind, glaube ich, die so ungefähr sind auch die Preise aus der Braunkohle, obwohl in den Zeiten, wo es also extrem viel Wind gibt, dann eben auch mal für 3 Cent verkauft wird pro Kilowattstunde. Genau, weil die ja einspeisen müssen und dann muss man das schöne Kraftwerk abschalten, weil die Windmühlen sich drehen. Aber es ist klar, die jetzigen Kraftwerke einfach weiterlaufen zu lassen, bis man Schritt für Schritt neue Atomkraftwerke hat und auch wieder russisches Gas dazu nimmt, wäre der richtige Weg, aber es soll nicht sein. Jetzt noch mal eine Frage zu den Schiffen. Die fahren doch sicherlich mit Solarstrom, ist das richtig? Das war ein Gag, das war ein Spaß. Mit Schweröl. Und das ist ja schon, also alles, deswegen greift man sich an den Kopf, was die Grünen hier veranstalten. Das widerspricht allem, was sie ständig propagieren. Das Beste ist natürlich, das umweltfreundlichste Gas ist eben das Gas, was durch Pipelines kommt. Das ist einfach so. Es braucht also ganz wenig Transportwege. Natürlich, natürlich braucht man noch Energie, um Gas durch Pipelines durchzupressen und durchzupumpen. Das ist ja vollkommen klar.
aber bei Weitem nicht so viel Energie, als wenn man es übers Meer schippert und dann eben noch in eine Regasifizierungsanlage, die natürlich auch sehr, nicht unbedingt umweltfreundlich sind. Und ich bin ja in so einer, ich bin nicht drin, aber ich arbeite eng zusammen mit einer Bürgerbewegung auf Rügen, die da versuchen, das LNG-Terminal nach wie vor zu verhindern. Und da gibt es ja so dubiose Leute, die da an der Finanzierung und an dem Bau dort beteiligt sind. Also unser finanzpolitischer Sprecher, der sprach letztens davon, dass es also 300 Millionen bei Regas dort aufgetaucht sind in Bilanzen, wo keiner weiß, wo die herkommen. Ne? Und der Binzer Bürgermeister hat ja auch Regas angezeigt wohl, wegen Geldwäsche oder so, ich weiß es nicht. Da will ich mich nicht festlegen, jedenfalls überprüft die Staatsanwaltschaft, was dort los ist. Und dann gibt es noch die BaFa, heißt das BaFa in Deutschland? Diese Finanzmarktaufsicht, BaFin, ja, ja. Nicht? Oder BaFin, ganz genau, BaFin sozusagen, die haben die jetzt auch schon am Wickel. Da geht es so weit, dass also bestimmte Firmen, die da mit drin bei der Finanzierung sind, bloß einen Briefkasten haben und so weiter und so fort. Also es gibt sogar das Gerücht, ich sage extra, das ist ein Gerücht, was aber in Finanzkreisen kursiert, dass Zelensky selber dort bei diesem, in diesem Konglomerat sozusagen, die das finanzieren, mit dabei sein soll. Das wäre natürlich der totale Hammer. Das wäre der absolute Hammer, wenn sozusagen die Theorie, die hier verbreitet wurde, dass das Ukrainer waren, sozusagen, wenn also Zelensky unter Umständen, aber ich keine Behauptung, nur das wäre, wenn Zelensky, sag ich mal, mitverantwortlich wäre für die Sprengung und dann selber davon partizipiert, also profitiert, dass wir uns jetzt das Gas woanders holen. Also es wäre ja der absolute Hammer. Das ist leider mittlerweile alles denkbar. Ja, ja, ich schließe, ausschließen kann man gar nichts. Nein. Und behaupten tun wir aber auch nichts. Wir müssen halt warten noch. Okay. Noch eine Frage, warum wir unsere jetzige Regierung ständig wegschauen, wenn es ums Thema Deindustrialisierung unseres Landes geht? Willst du zuerst oder so ich? Na gut, sie schauen halt weg, weil sie ja verursachen. Ja, und weil sie wollen. Und weil sie wollen. Es ist ja nicht so, dass das vom Himmel fällt. Es, auch Ludwig Erhard hat mal gesagt, Inflation fällt nicht vom Himmel. Ja. Sondern Inflation kommt durch schlechte Finanz- und Industriepolitik. Und letztendlich ist es das hier. Ist das, was ich vorhin gesagt habe. Ich habe es auch schon mal in einer Bundestagsrede erwähnt. Es ist nicht Dummheit. Es ist Böswilligkeit. Es ist Böswilligkeit, sozusagen die Energie quasi zu verknappen und dadurch zu verteuern. Es ist böswillig, uns von dem größten Energielieferanten abzuschneiden. Und es ist böswillig, wenn man nicht mal darüber nachdenkt, Nord Stream 2, den verbliebenen Strang, in Betrieb zu nehmen. Man will die deutsche Wirtschaft kaputt machen. Habeck hat ja schon vor Jahren, da gibt es ja das Video von seiner Nominierung in Schleswig-Holstein 2016, erklärt, dass er Nord Stream schließen möchte. Da gab es noch keinen Ukraine-Krieg. Das heißt, der Ukraine-Krieg ist ja nur der Vorwand, um diese Politik umzusetzen. Die Grünen wollten schon immer damit Schluss machen, dass jede Familie sich ein Auto leisten kann. Und es ist auch ganz klar, es wird nicht jedes Verbrennerauto durch ein Elektroauto ersetzt, sondern es sollen weniger Autos da sein. Aber wir sind ein Land mit einer Autoindustrie. Jetzt geht es weiter, dass man jetzt den nächsten Wirtschaftskrieg gegen China machen will. Immerhin 25% des chinesischen Automarktes sind in deutscher Hand. Wenn es da jetzt Sanktionen und Gegensanktionen gibt, trifft das natürlich die deutsche Autoindustrie. Auch da ist man offen bereit, das in Kauf zu nehmen. Also man macht eine Politik und sagt, ist doch egal, wenn Deutschland draufzahlt. Es ist, was interessiert uns die deutsche Industrie, was interessiert uns die Arbeitsplätze? Wir wollen eben irgendwas. Und so sieht es aus. Man möchte das Land verarmen lassen. Also ich hatte es auch mal kurz auf den Punkt gebracht. Die Grünen wollen nicht, dass 90% ein Auto fahren, genau, ein E-Auto fahren. Die wollen einfach, dass 90% kein Auto fahren. Und es gibt ja dystopische Filme, wo man das letztendlich auch sieht. Also Individualverkehr, so wie wir ihn heute kennen, das wollen die nicht. Die wollen auch kein individuelles Wohnen haben. Die wollen nicht, dass du dich selber entscheiden kannst, okay, ich kann es mir leisten, ich kann auch in 3 oder 4 Zimmern wohnen, sondern die wollen letztendlich dein ganzes Leben vorschreiben in irgendwelchen, Sklavenbogen. Ja, Marzahn. Sowas in der Art. Dort wollen die. Und wird ja jetzt schon gedroht. Also Habeck hat ja letztens auch gesagt, ja, es geht um Enteignungen und Enteignungen stehen im Grundgesetz drin, darf man machen. Also warum sollen wir dieses Mittel nicht nutzen?
dass natürlich das an Vorgaben sozusagen gekoppelt ist, Notstände, also ähnlich wie, was weiß ich hier, wie in, nach 45, Siedlerströme, beziehungsweise Flüchtlingsströme, dass man dann unter Umständen irgendjemand irgendwo unterbringt. Vollkommen klar, aber doch nicht wegen der total verfehlten Migrationspolitik. Wie würde die AfD dazu stehen, die Mehrwertsteuer auf Photovoltaikanlagen und Windkraftwerke abzuschaffen, um deren Anschaffung dennoch billiger zu gestalten? Sehen wir nicht. Also die will ich nicht. Ich persönlich sage, wenn jemand denkt, er müsste sich eine Solaranlage auf sein Dach legen mit einem Akku verbunden und dann für sich selber Strom produzieren, dann soll er das gern machen. Aber alles, aber keine Einspeisung. Also wenn es nach mir geht, wenn ich etwas zu sagen hätte, wenn ich in der Position wäre, das sagen, bestimmen zu können, würde mit mir kein einziges Windrad mehr gebaut werden in Deutschland. Wir haben schon zu viele Subventionen. Das heißt, es geht ja nicht darum, dass wir diese falsche Energieversorgung noch weiter mit Subventionen peppeln, sondern es geht darum eigentlich, dass wir sie abbauen. Das ist ja eine Katastrophe, wenn man in Deutschland durch die Landschaft fährt, außerhalb der großen Städte. Es ist ja bis zum Horizont komplett verspargelt mit diesen scheußlichen Windmühlen. Und es ist auch noch ökonomisch schlecht. Das heißt, dass der Status eines Windrades, wenn es ökonomisch am sinnvollsten ist, ist dann, wenn der Wind nicht weht. Weil dann produziert man ja seinen Strom im richtigen Kraftwerk. Und wenn der Wind weht, hat man halt, dann speisen die ein. Gut, mittlerweile gibt es einige Windräder, die sind ganz preiswert, aber in der Regel ist es ja sinnlos. Und dafür zerstören wir uns die Landschaft. Das heißt, wir wollen ja eigentlich weg. Wir wollen nicht, dass auf schöne Felder dieser Sondermüll Solaranlagen gebaut wird, wo die Entsorgung nicht klar ist. Wir wollen weg, dass uns die Landschaft kaputt gemacht wird. Insofern werden wir nicht noch mehr Subventionen geben, sondern wir brauchen eine Energieversorgung, die einfach funktioniert, indem sie grundlastfähig, preiswert, sicheren Strom herstellt. Das ist weder Solar noch Wind. Genau, das sind Grundlastkraftwerke und möglichst Kernkraftwerke. Ich sage es nur einmal, wir als AfD möchten eine Energieform, einen Energieträger haben, wo wir auf ganz, ganz kleinem, auf ganz kleiner Fläche sehr viel Energie produzieren können. Und warum überhaupt es notwendig ist, diese Verspargelung, daran sieht man, dass wie ineffizient diese Windräder sind. Wie ineffizient diese Windräder sind. Ein paar Statistiker haben es mal ausgerechnet, wie viele Stunden in der Woche rein rechnerisch Windräder mit Nennlast, also wird ja immer nur die Nennleistung angegeben, was weiß ich hier, so ein Windrad hat eine Nennleistung von 5 Megawatt, wenn es also optimal und ständig dreht, dann würde es unter Umständen 5 Megawatt, also 5 Megawattstunden pro Stunde produzieren. Und dann haben die ausgerechnet, wie viel rein rechnerisch ein Windrad durchschnittlich mit Nennleistung läuft in der Woche. 17 Stunden. 17 Stunden in der gesamten Woche laufen sie auf Nennlast. Ist dann rausgerechnet, wenn sie bloß Viertel Nennlast, ist bloß ein Viertel und dann quasi alles kumuliert, also zusammenaddiert. Und auch der Erntefaktor, ganz kurz bloß, Erntefaktor ist, da wird verglichen, wie viel Energie habe ich reingesteckt, wie viel Energie muss ich reinstecken bei der Produktion, beim Betrieb, Entsorgung und so weiter und so fort. Und da haben die Windräder einen Erntefaktor von vielleicht 2, 3 Maximum. Ein normales Kohlekraftwerk hat einen Erntefaktor von 30, ein normales Kernkraftwerk hat einen Erntefaktor von 100 und Flüssigbrennstoffreaktoren prognostiziert man, die haben einen Erntefaktor von 2000. Also die 2000-fache Menge an Energie, die du reingesteckt hast, mit Entsorgung und so weiter und so fort, kriegst du wieder raus. Und deswegen sagen wir Kernkraft und dann letztendlich natürlich neue Reaktoren, Generation 4, wo ich mich habe am Montag belehren lassen, dass Generation 4 so ein Begriff ist, den sie nicht gerne mögen, aber das sind quasi sogenannte Flüssigbrennstoffreaktoren. Und davon steht einer in China. Und dann gibt es ein Team von Kernphysikern aus Deutschland, die eine Gesellschaft nach kanadischem Recht gegründet haben. Ich glaube, vor einem Jahr oder vor 2 Jahren. Und jetzt bauen sie in Ruanda, weil dort die Bedingungen sehr gut sind, bauen sie jetzt den ersten. Einen kleinen Testreaktor. Und gehen davon aus, dass spätestens, also ungefähr in 10 Jahren, wenn alles funktioniert, in 10 Jahren verkaufen sie den ersten richtig großen Reaktor. Und der wird dann wahrscheinlich nicht in Deutschland stehen, wenn wir bis dahin nicht die Regierung stellen. Ja,
So sieht's aus. Aber in 10 Jahren. In 10 Jahren haben wir noch. Naja, in 10 Jahren sind wir großzügig, das kriegen wir hin. Ja, das kriegen wir hin. Hier ist noch eine Frage, wie will man mit Putin jetzt neue Lieferverträge schließen, also Nord Stream 2, wenn wir den Ukrainern gleichzeitig Waffen liefern? Ja, wir gehen ja nicht davon aus, dass der Krieg ewig geht. Also das ist ja dann hoffentlich kein 30-jähriger Krieg. Abgesehen davon, es gibt ja jetzt von Horst Teltschik, der war immerhin mal außenpolitischer Berater von Helmut Kohl, gemeinsam mit Harald Kujat, der war, ist SPD-Mitglied und war Generalinspekteur der Bundeswehr, gibt es ja einen ausformulierten Friedensplan. Der klingt ja, als wenn wir ihn geschrieben hätten. Mhm. Das heißt also, offensichtlich gibt es ja auch außerhalb der AfD Leute, die sehr vernünftig diesen Konflikt beurteilen, echte Experten, und die auch wissen, wie man ihn beenden kann. Natürlich muss der Krieg beendet sein, erst dann wird man Nord Stream 1 und 2 reparieren und einen neuen Liefervertrag machen. Und genau deshalb wollen ja auch die Grünen diesen Krieg nicht beenden, sondern sie wollen einen endlosen Krieg haben. Zum einen, weil man eben Geld waschen kann, zum zweiten, weil man die ganzen außenpolitischen Probleme verstärken kann. Man kann uns dauerhaft vom Kontinent abkoppeln, erst von Russland, größter Energielieferant, dann von China, größter Handelspartner. Und Deutschland interessiert diese Leute nicht. Eine AfD-Regierung würde dafür sorgen, dass sehr schnell es zum Waffenstillstand und zum Frieden kommt. Wie gesagt, wir berufen uns auf Teltschik, nicht auf unsere eigenen Papiere. Mhm. Und sobald das gelöst ist, gibt es auch einen neuen Liefervertrag. Russland war immer großzügig, wenn es darum ging, auch nach einer Tiefphase der deutsch-russischen Beziehung Neustart zu wagen. Ja. Und ich glaube, man kann sich auch auf die nach wie vor anhaltende Deutschlandfreundlichkeit der Russen. Also Grundvoraussetzung ist wahrscheinlich, dass Frau Baerbock nicht mehr im Außenminister ist. Also das ist, und Herr Habeck auch nicht mehr im Wirtschaftsminister. Also das würde wahrscheinlich, das ist die Grundvoraussetzung dafür, weil so einen Elefanten im Porzellanladen hatten wir, glaube ich, noch nie. Mittlerweile finden wir selbst Heiko Maas rückblickend diplomatisch, oder? Boah, also wir sind tief gesunken. Ja, das ist richtig, ja. Naja, gut. Wie kann eine zukünftige Remigration aussehen, wenn die Herkunftsländer sich weigern? Ach, also da gibt es viele Möglichkeiten. Ja. Also zum Beispiel, was die Amerikaner machen, ein Land, das nicht zurücknimmt, da kriegt die Elite keine Visa mehr. Solange aber die ganze afrikanische Oberschicht gern mit Mutti kurz vor Weihnachten auf der Champs-Élysées einkaufen geht und die Kinder nach Europa zum Studium schickt, tut das richtig weh. Man muss einfach sagen, ihr nehmt eure Leute nicht zurück, gibt es kein Visum mehr. Und zwar für die lokale Oberschicht. Das funktioniert bei den Amerikanern wunderbar. Das heißt, da nimmt man zurück, wenn man zurückgeschickt bekommt. Das schlagen bei uns selbst die Kommissionsbeamten vor. Nur leider meint die Parlamentsmehrheit und meinen unsere Politiker, dass sie Visum als Geschenk nehmen. Also sie fahren dann in die Länder und sagen, wir sind die guten, tollen Europäer, wir schenken euch jetzt Visumerleichterung, selbst wenn die nichts machen. Man kann Entwicklungshilfe an Visum, an Rücknahme koppeln. Ja, ja. Man kann Wirtschaftsbeziehungen an Rücknahme koppeln. Wir koppeln Wirtschaftsbeziehungen mittlerweile an irgendwelche NGO-Zugänge und LGBTBQ-Rechte. Ja, ja. Oh, ja. Gott. Also, es ist in der Tat das allerkleinste Problem. Die ganze Migrationskrise haben wir nicht deshalb, weil es ein Naturereignis ist, dass wir eine Migrationskrise haben, sondern wir haben sie wegen schlechter Politik bei uns. Ja, wegen Politik, die nicht im deutschen Interesse ist. Die eigentlich ist migrationsbesoffen ist. Der Migrant ist der Fetisch der Linken. Ja. Sie können gar nicht genug davon haben. Und eine andere Politik ist eine Frage der Mehrheit. Aber es ist sicherlich eine Frage objektiver Umstände. Richtig. Ja, also wie gesagt, also Max hat es ja gerade schon gesagt, du kannst das koppeln an Entwicklungshilfe, du kannst das koppeln an Einreisebestimmungen und so weiter. Du kannst das, und das geht ganz schnell. Und vor allen Dingen, wenn du wirklich die Oberschicht nimmst, wenn du nicht einfach nur an der Entwicklungshilfe koppelst, sondern wenn du die Oberschicht nimmst, die machen ihrer Regierung schon richtig Feuer unter den Hintern. Das wäre hier ganz genau, das glaubt mir. Zumal, wenn die Sachleistung bekommen statt Geldleistung, dann gehen die eigentlich schon ganz alleine, oder? Naja, warum sind sie hier? Nicht, weil das Wetter schön ist. Nö. Selbst wenn der Klimawandel kommt, kommen sie nicht wegen des Wetters. Ja. Das ist Klimaflüchtling ist der nächste Witz. Sondern sie sind einfach hier, weil man hier fürs Nichtstun mehr bekommt als in der Heimat mit 2 Jobs. Also Anreize weg und vor allen Dingen Anreiz für die, die drin sind, so setzen, dass es für sie lukrativ ist, zurückzugehen. Hm. Zurzeit ist doch so, wir locken die Leute mit Sozialleistungen an und wir verhindern mit Sozialleistungen, dass sie freiwillig gehen. Nicht nur das, ich bin heute, ich bin ja nun mal Raucher
Das wissen die meisten, also ist quasi ein Laster und ich war... Aber ein sympathisches Laster. Ja, danke. Ich war rauchen während der Ausschusssitzung, mal kurz eine Pause gemacht und dann hat ein italienisches Fernsehteam mit mir ein Interview gemacht und die waren extremst erbost. Die sind extremst erbost, dass die deutsche Regierung diesen Schlepperbanden, ja, diesen Sea Life und wie sie alle heißen, auch 8 Millionen Euro gibt. 8 Millionen, Wahnsinn. Und das hatte letztens auch schon jemand gefragt, wo haben die diese fabrikneuen Boote her plötzlich? Ne? Also sie kommen ja mit zig Booten, ja, auf einmal. Und die waren sehr, sehr erbost. Und Meloni hat ja also einen sehr bitterbösen Brief an Scholz geschrieben, aber gut, okay, es verweht wahrscheinlich auch im Winde. Also wir tun alles, um nicht wir, sondern die Linken tun alles, um so viel wie möglich Migranten herzuholen. Wenn dann eben auch noch Frau Faeser sagt, okay, und jetzt wollen wir endlich auch den Leuten, die hier leben, auch noch ein Wahlrecht geben, dann... Wissen wir, worum es geht. Ja. Guten Abend. Wohin soll die Reise... Oh, jetzt weg. Moment. Wohin soll die Reise mit den Schulen hingehen? Die Schulen? Ja, Schulen. Ganz kurz. Moment, wo war es denn jetzt? Ach Mensch, wenn ihr mal weiterschreibt, dann springt das hier immer so rum. Auf alle Fälle so, dass das Abitur wieder an Mehrwert gewinnt. Gut, also es ist natürlich Ländersache. Also ich bin Bundespolitiker, da drüben haben wir... Ich bin ganz weit weg. haben wir einen Politiker, ja, der in der EU gefunden. Quasi tätig ist. Aber natürlich haben wir auch hier also Lösungen. Also, naja, wie gewinnt das Abitur wieder an Wert, richtig, sozusagen? Also das Abitur gewinnt schon mal deshalb dann an Wert, wenn, und das ist unser Ansatz, zumindest bei uns in Sachsen, dass die Zugangsbedingungen nicht weiter aufgeweicht werden ins Gymnasium. Es gab, ich sehe verhaltene Signale, dass sich das gerade ändert, aber bisher war es so gewesen, dass es ein gesellschaftliches Klima gab, dass Eltern, deren Kinder nicht studiert haben, das war da plötzlich eine Loser-Familie, ne? Das heißt, wenn jemand gesagt hat, ja, mein Sohn wird Zimmerer, ach was, ist der gar nicht klug? Ist der so blöd? Und so weiter, total bescheuert. Also weil es natürlich sind alles ehrenwerte Berufe. Und dadurch hat man auch, da gab es auch Druck auf die Politik, auf die Landespolitik. Das ist ja Landespolitik, Schulwesen, also Bildung, Schulbildung, haben quasi die Zugangsvoraussetzung fürs Gymnasium immer weiter nach unten geschraubt. Und das ist nicht gut. Es gab auch, weiß ich nicht, wie hoch die, aber also 20-30% der Kinder, die da ins Gymnasium gegangen sind, ab der 5. Klasse in Sachsen, haben das eben nicht zu Ende gemacht, sind wieder runtergegangen, haben dann, was weiß ich, normal Realschule gemacht und haben dann unter Umständen Fachabi gemacht, wie auch immer. Und wenn du natürlich, sag ich mal, die Zugangsvoraussetzungen erhöhst, wenn du zumindest davon ausgehst, dass quasi die Lernfähigkeit der Kinder höher ist, kannst du natürlich automatisch auch wieder das Niveau letztendlich erhöhen. Wir haben sowieso ein sehr gutes Abi, wenn man es im Bundesvergleich sieht. Also wenn du jemanden, der in Bremen zum Beispiel ein Abitur gemacht hat, nach Sachsen schickt, dann wird der quasi bei weitem nicht das Wissen haben, was ein sächsischer Abiturient hat. Das ist auch einer der Gründe, warum die sächsische AfD oder warum wir als AfD im Moment noch sagen, wir wollen keine Vereinheitlichung des Bildungssystems, weil wir eines der besten Bildungssysteme nach wie vor haben in Sachsen, wahrscheinlich nicht mehr allzu lange, wenn die Regierung an der Regierung bliebe. Und wir würden sozusagen gezwungen werden, wenn wir jetzt sagen, okay, wir wollen einen einheitlichen Bildungsstandard in ganz Deutschland, würden wir gezwungen werden, unser Bildungsniveau abzusenken. Und das ist der einzige Grund, warum wir sagen, obwohl es vernünftig erscheint, einen einheitlichen Bildungsstandard in ganz Deutschland durchzusetzen, dass wir das im Moment nicht wollen, weil wir quasi große Abstriche machen müssten bei unserem eigenen Bildungsniveau. Wir sind ja nach wie vor Nummer eins. Wobei ich die Frage sogar vielleicht umdrehen würde, was können wir machen, dass der Realschulabschluss an Wert gewinnt? Mhm, genau. Mhm, ja. Also um die Abiturienten müssen wir uns gar nicht so sehr kümmern, denke ich mal. Und das Argument ist das Erste, wir kriegen ja in den nächsten 10 Jahren viel künstliche Intelligenz. Und darunter werden vor allen Dingen Akademiker leiden. Denn der Handwerker, der hier oben die Glühbirne austauscht, das kommt kein Roboter.
Und wenn man seine Liebste mal gut ausführen möchte, dann geht man auch nicht zu einem Restaurant, wo da Roboter einen bedienen, sondern man möchte eine persönliche Ansprache haben. Das heißt, Berufe, Handwerksberufe, Berufe, wo man persönlich miteinander kommuniziert, da wird es keine künstliche Intelligenz geben. Aber ein Rechtsanwalt, der Scheidungen macht, einfache Scheidungen oder Verkehrsunfälle, das kann der Computer besser. Wahrscheinlich sogar den Richtern der ersten Instanz kann der Computer besser. Ja gut, okay, also das hört sich schon sehr dystopisch aber der, an. Aber ja. der Polizeibeamte, der den Unfall aufnimmt, das kann der Computer nicht. Nee, das kann er nicht, das ist richtig. Und das heißt, eins ist klar, wir kriegen demnächst eine ganze Reihe arbeitsloser Akademiker, aber wir kriegen eine Handwerkerstunde für 100 Euro. Mhm. Und das ist das Allererste. Das heißt, wer sich überlegt, was mache ich, der sollte sich mal überlegen, will ich arbeitslos werden? Notstudierter Arbeitsloser oder ein gut verdienender Handwerker. Genau. Das heißt, wir kommen wieder dahin, wo wir ja 1990 irgendwann mal gestartet sind, dass der Handwerker dem normalen Akademiker deutlich überlegen ist und dass er auch mehr gefragt ist. Das ist das Allererste. Das heißt, wir müssen uns mal überlegen, wie machen wir denn die Berufsausbildung attraktiver. Zum Beispiel können wir die Berufsausbildung mit Abitur mal wieder einführen. Steht nämlich in Sachsen im Landtagswahlprogramm. Können wir mal ein bisschen angeben. Ja. Haben wir als gute Idee aus der DDR bei uns im AfD-Landtagswahlprogramm drinstehen. Das ist das eine. Das zweite ist, wir haben viel zu viele Akademiker und die Universitäten kosten Geld und wir brauchen, glaube ich, keine 200 Gender-Lehrstühle. Also, mit Sicherheit nicht. Also ich brauche die nicht. Nein, also 200 Lehrstühle für Kernphysik, die könnte ich mir vorstellen. Die könnten wir nehmen. Die könnten wir nehmen. Aber einfach austauschen. Was wir zurzeit halt haben, ist, wir haben ja völlig falsche Schwerpunktsetzungen. Ja. Die Leute studieren ja Sachen, die sie gar nicht brauchen können. Und die auch kein anderer braucht. Das heißt, am Ende liegen sie dem Steuerzahler auf der Tasche und wählen die Grünen. Ja. Und beides ist natürlich Dinge, die wir nicht wollen. Ja, sie sollen Netto-Steuerzahler werden und sie sollen uns wählen. Und insofern brauchen wir natürlich Handwerker, wir brauchen Ingenieure und wir brauchen ganz wenig, eigentlich gar keine Gender- und Klima-Voodoo-Lehrstühle. Und insofern werden wir da als AfD, wenn wir die Länder dann im Griff haben und im Osten fangen wir an, 2024 wird es eine lustige und kontroverse Bildungspolitik geben. Aber wie stehen Sie denn zur Digitalisierung an Schulen? Man muss halt aufpassen, die Kinder tut es nicht gut. Fluch oder Segen? Es geht halt nicht ganz ohne, weil wir wollen ja fürs Leben vorbereiten. Aber es ist natürlich ein Fluch, weil wir nicht wollen, dass Kinder das überhaupt keine menschliche Interaktion mehr haben. Ja? Also das muss klar sein. Aber sicherlich sollte jemand, der jetzt Elektriker ist in der zweiten Berufsschulklasse, wenn der kalkuliert, sollte er halt mit Excel kalkulieren dürfen, weil das hat er ja später im Berufsleben auch. Aber ich hätte was dagegen, wenn ein Grundschulkind nicht Kopfrechnen lernt. Richtig, ganz genau. Das heißt, es ist immer eine Frage, nicht? Die beste Medizin wird zum Gift, wenn die Dosis zu hoch ist. Ganz genau, nach Paracelsus. Genau. Ganz genau. Genau. Wir haben uns natürlich auch in der Bundestagsfraktion, obwohl natürlich Bildung Ländersache ist, aber trotzdem gibt es natürlich Bildungspolitiker, bei uns und wir gehen davon aus, dass also in der Grundschule Digitalisierung, also in der Art und Weise, dass man anfängt auf irgendwelchen Tablets und so weiter zu schreiben, hat es nichts zu suchen aus unserer Sicht und schon gar nicht irgendwelche Videolehrer sozusagen, vielleicht noch animierte, KI-animierte Lehrer sozusagen, die dann den Kindern irgendwas erzählen, das hat für uns in der Grundschule gar nichts zu suchen. Wir sehen das übrigens an einer ganz einfachen Technik, dem Schönschreiben. Also ich gehöre noch zu der Generation, ich habe es nicht sehr gemocht, aber ich habe die ersten beiden Klassen noch eine Schönschreibnote gekriegt. Befürchte du auch. Ja, also habe ich sogar noch bekommen. Ja, die war nicht gut, aber, mein Vater hat immer gesagt, es sieht aus, als wenn ein Huhn übers Blatt gerannt wäre. Aber gut, aber trotzdem. Es fehlt jetzt. Ja, und das ist ja, das kann dir ja jeder, weiß ich nicht, also Psychologe sagen, dass du, wenn du schreibst, wenn du mit der Hand schreibst, ist ein ganz anderer Lerneffekt, als wenn du das einfach so eintippst. Ja. Am besten ist es sozusagen hören, sehen unter Umständen, lesen und nochmal schreiben. Da gibt es so viele Verknüpfungen dann im Gehirn. Das ist was ganz anderes, als wenn ich es nur auf dem Bildschirm runterratter. Ja, und dann eintippe und die Rechtschreibhilfe mir dann noch hilft. Ja, ChatGPT vielleicht noch hilft. Also es ist die schlimmste Erfindung, die schlimmste Erfindung. Hat es geschrieben, kann es nicht lesen, ist ein dummer Besen. So, und kenne ich noch.
Und das ist gut, wenn man das, es gehört dazu, dass man schön schreiben kann, dass man selbstständig imstande ist, ein Wort so zu schreiben, dass nicht die Rechtschreibhilfe kommt. Man sollte auch imstande sein, ein Komma selbst zu setzen. Und das muss in der Grundschule vermittelt werden und nicht nur tanzen. Genau, Namen tanzen am besten. Und dabei wollen die Linken jetzt wie Hausaufgaben abschaffen und Noten. Ja gut, das gibt es ja heutzutage schon in einigen Ländern. Ich weiß gar nicht, bei uns ist es glaube ich auch so, dass es in der ersten Klasse keine Noten gibt. Ja, das, ich glaube erst ab der dritten oder so. In Sachsen-Zweiten, da gab es einen, zweiten bei uns, oder? Ja, das könnte sein. Mal Zweite, mal Dritte. Dann ist das anders. Also und dann eben auch kein Schönschreiben mehr, überhaupt auch kein Schreiben nach Rechtschreibung, sondern nach Gehörschreiben, wie man es... Das war mal eine Welle, genau. Da haben wir lauter Idioten produziert, die dann... Die keinen Satz schreiben konnten. Ja. Aber am Gymnasium waren. Ja. Aber was, im Landtag waren? Im Gymnasium. Also im Landtag wahrscheinlich, aber ja, wahrscheinlich dann später. Ja, ja, da habe ich hier einige. Also wir haben hier Schulsprecherinnen und Sprecherin von Ende Gelände ist eine von den. Also wenn du, es gibt ja diesen Kirschner, ne? Ja. Diese rot-weiß gestreiften. Oder wo ihr alle drinsteht. Wo wir alle drinstehen. Und wenn du dann bei Frau Henneberg nachschaust, da steht dann drin eine Schulsprecherin, angestellt in irgendeinem Büro, das ist üblich, und Pressesprecherin für Ende Gelände. Super Ausbildung. Das sind die Leute. Prädestiniert für diesen Job. Hm? Und damit ist auch klar, warum die sich nicht für Deutschland einsetzen. Hm. Haben wir auch keinen Bezug dazu. Hm. Ja. Und Mitbürger haben sie auch nicht, ja, sondern sie kennen ja nur ihresgleichen. Ja. Aber, Jürgen, wer wählt sie? Eine Frage, auf die ich schon gewartet habe. Ups. Die kommt immer. Warum gibt es eine Unvereinbarkeit mit den Freien Sachsen? Ah, okay. Gut, ich sag's, also ich habe, das war von Anfang an meine Einstellung. Eine Unvereinbarkeit mit den Freien Sachsen bedarf es nicht oder hätte es nicht bedurft. Weil sehr viele, nicht die meisten, aber viele derjenigen, die jetzt bei den Freien Sachsen zumindest in Führungspositionen sind, kommen aus NPD, aus Dritter Weg. Dann gibt es sowieso keine Doppelparteimitgliedschaft. Das heißt, wenn jemand bei den Freien Sachsen ist, dann kann er nicht Mitglied der Alternative für Deutschland werden. Das ist einfach so. Dann kommt natürlich, dann kommt weiterhin dazu, naja, wir wissen ja, dass, also wenn ich jetzt gerade gesagt habe, NPD, ne, NPD-Führungskräfte, und wenn wir wissen, dass das zweite NPD-Verbotsverfahren dadurch gescheitert ist, oder das erste NPD-Verbotsverfahren dadurch gescheitert ist, weil 2/3 der Führungsriege von der NPD vom Verfassungsschutz waren, dann sage ich, okay, wenn ich mit dem Verfassungsschutz zusammenarbeiten will, dann gehe ich direkt zum Verfassungsschutz und dann brauche ich nicht mit ehemaligen NPD-Kadern zusammenarbeiten. Und dann kommt natürlich dazu, aber das ist alles, wie gesagt, kein Grund, um das auf die Unvereinbarkeitsliste zu setzen, ist das Parteiprogramm. Ich stehe mit denen, sage ich immer wieder, ich stehe mit denen für Frieden, Freiheit, Selbstbestimmung bei uns auch in Bautzen. Jeden Montag, wenn ich nicht in Berlin sein muss, stehe ich auf der Straße, aber rein auf Parteiebene will ich mit der Partei, das muss man ja manchmal noch dazu, manche noch dazu sagen, das ist keine Bürgerbewegung, das ist eine Partei, seit Februar 21, glaube ich, die haben in ihrem Programm drinstehen, dass sie einen Sexit wollen. Also sie wollen sozusagen aus der Bundesrepublik ausscheren. Und eins meiner größten Idole ist Otto von Bismarck. Und nur weil irgendwelche Leute das wollen, weil es plötzlich mal gerade nicht so gut läuft in Deutschland mit anderen Bundesländern, will ich jetzt nicht, dass sozusagen das Lebenswerk des größten deutschen Kanzlers aller Zeiten, das gibt es mir wahrscheinlich nicht. Ich hoffe ja immer noch, dass ich irgendwann zur Einweihung des Bismarck-Denkmals in Bautzen aufkreuzen kann, aber wir arbeiten noch dran. Ja, wie auch immer. Also das Lebenswerk des größten deutschen Kanzlers kaputt zu machen, weigere ich mich. Und dann steht weiter im Parteiprogramm der Freien Sachsen, dass sie die Monarchie wieder einführen wollen. Und dem kann ich auch nichts abgewinnen. Also wie gesagt, ich stehe mit den Leuten für Frieden, Freiheit, Selbstbestimmung auf der Straße. Aber auf Parteiebene mit der Partei würde ich jetzt nicht zusammenarbeiten wollen. Aber die Unvereinbarkeitsliste ist ja sowieso umstritten, zu Recht. Wir haben teilweise Leute, die in der DVU waren vor 30 Jahren und dann gibt es eine Sperre sozusagen, dass sie nicht in die AfD wollen. Die waren vielleicht mit 18 mal ein halbes Jahr
in der DVU, da wir möchten gern, dass es sowas wie eine Verjährungsfrist gibt, die sich sozusagen, sagen wir mal, 7 Jahre, 5 oder 7 Jahre oder sowas, und dann muss es einfach eine Einzelentscheidung geben von dem Kreisvorstand, dann vom Landesvorstand, und selbst der Bundesvorstand hat ja selbst nochmal ein Vetorecht, und da sind so viele Hürden eingebaut, dass wir uns keine, sag jetzt mal, Laus in den Pelz setzen. Von der Warte her muss die Unvereinbarkeitsliste auf jeden Fall reformiert werden, und vor allen Dingen dürfen uns nicht vom Verfassungsschutz, der ja letztendlich im Moment ein Regierungsschutz ist, vorschreiben lassen, wer jetzt sozusagen auf diese Unvereinbarkeitsliste drauf soll oder nicht. Also da reden wir nochmal drüber beim nächsten Bundesparteitag, und Würde mal gern aufs Heizungsgesetz zu sprechen kommen. Noch wichtiges Thema, wurde jetzt am 8. September hat die Bundesregierung das verabschiedet. Ende September muss das Gesetz noch im Bundesrat passieren. Warum spricht die AfD von Enteignung und Ausplünderung der Bürger? Und Frau von der Leyen arbeitet ja gerade daran, die Regelung sozusagen noch zu verschärfen. Ich sag mal, Deutschland hat es ja mittlerweile ganz schön gebeutelt und wird es auch weiterhin noch ordentlich beuteln. Stehen wir eigentlich damit alleine da, oder geht es anderen Ländern genauso wie Deutschland in Europa? Na, also zunächst einmal ist es ja gut, dass das Frau von der Leyen macht, weil ja die CDU bei euch mit Sicherheit gegen das Heizungsgesetz stimmen wird. Und gestimmt hat. Gestimmt hat und weiter behaupten wird, sie seien dagegen. Ja. Frau von der Leyen macht halt über Brüssel eine grüne Politik, die also nochmal einen draufsetzt. Und dann wird man ja mit von der Leyen in den Europawahlkampf ziehen. Also CDU ist halt eine grüne Partei, jetzt auch im Logo. Und man sieht es, sie lügen halt. Das ist das Allererste. Und das Zweite, warum die EU hat zurzeit 4 große Themen, wo sie völlig begeistert sind. Da ist sicher Klima das Erste, dann kommt der ganze Genderquatsch, Einwanderung und Krieg. Und wir sagen halt Wohlstand, Familie, Volk und Frieden. Insofern ist dieser Klimawahn ist da ganz, ganz aktiv, und da sind sie auch dahinter. Wie sehen das die anderen Länder? Naja, 2 Dinge. Das eine ist, zurzeit läuft es so, Deutschland ist schon sehr mächtig in Brüssel. Und immer wenn die anderen irgendwas nicht wollen, weil es allen schadet, dann gibt es deutsches Geld als Entschädigung für das, was Deutschland sich selbst Böses antun möchte. Ja. Und insofern wird man wieder versuchen, die anderen einzukaufen, dass sie den Irrsinn mittragen. Das heißt, wir werden die anderen dafür entschädigen, was wir unbedingt exportieren wollen. Wie geht es denn in anderen Ländern? In der Regel werden solche Regelungen in anderen Ländern nie so hart umgesetzt wie in Deutschland. Wenn man jetzt in Italien ist, in Spanien ist, in Südfrankreich ist, ist das mit der Heizung ohnehin entspannter. In Frankreich generell durch die niedrigen Stromkosten, durch die Atomkraft. Und bei den Mittel- und Osteuropäern erwarte ich Ausnahmetatbestände, dass die einfach sagen, wir haben längere Übergangsfristen. Meines Erachtens ist es ja nur ein neuer Versuch, sicherzustellen, dass was ihr jetzt in Deutschland beschließt, darf nach der Bundestagswahl nicht kassiert werden. Man gießt es jetzt in eine europäische Richtlinie. Danach gibt es eine neue Regierung, dann kommt ein CDU-Kanzler, dann sagen die Leute, aber du hast uns doch vor der Wahl versprochen, du machst es rückgängig. Und dann sagt er, ich würde es ja so gern rückgängig machen. Ja, ja, vermeintlich. Ja. Aber leider gibt es ja jetzt eine EU-Richtlinie. Mir sind die Hände gebunden und verschweigt natürlich, dass diese EU-Richtlinie von der eigenen Kommissionspräsidentin vorgeschlagen und mit der eigenen CDU-Volkspartei-Mehrheit beschlossen worden ist. Also es ist einfach eine riesige Verarsche, darf ich nicht sagen, oder? Also es ist eine riesige Trickserei, die da läuft, wie wir es von den Christdemokraten gewohnt sind. Und es zeigt sich mal wieder, wer CDU wählt, kann gleich die Grünen wählen. Genau, aber kommen wir nochmal zur ersten Frage. Wir haben jetzt sozusagen schnell die zweite Frage vorgezogen, das ist auch gut so. Warum Ausplünderung, warum Enteignung? Also Ausplünderung ist natürlich, dass wenn man, das betrifft ja aber letztendlich nicht nur die Häuslebesitzer, ne? Also die Eigenheimbesitzer, die werden natürlich erstmal als erstes genannt, aber einige denken, okay, es geht nur um die Eigenheimbesitzer. Natürlich geht es um alle, es geht um Mieter. Weil wenn natürlich ein Haus saniert werden muss in der Art und Weise, dass also eine Wärmepumpe eingebaut werden muss, dann muss ja nicht nur die Wärmepumpe eingebaut werden, es müssen Dämmmaßnahmen, wahrscheinlich ein neues Dach, mindestens eine Dachdämmung, wahrscheinlich neue Fenster, dann muss eine Fußbodenheizung eingebaut werden und so weiter und so fort. Und dann summiert sich das für ein normales Eigenheim
auf bis zu 120.000 bis 150.000 Euro. Das sind nicht unsere Rechnungen, sondern das sind die Rechnungen vom Bundesverband für Klima, Sanitär und Heizung. Also 150.000 muss man rechnen mit dem Haus, was vielleicht 30 oder 40 Jahre alt ist. Genau. Das ist schon mal ein Hammer, dass du einfach per Gesetz jemanden zwingst, dieses Geld auszugeben. Dann gibt es natürlich genügend Leute, die quasi sich das einfach nicht leisten können. Es wird Alleinstehende geben, ältere Damen, vielleicht Witwen oder so, die gehen zur Bank und du wirst nicht denken, dass eine Dame, die 65, 70 ist oder so, dass die von der Bank einen Kredit in Höhe von 150.000 bekommt. Also die verkauft es, die muss es verkaufen. Unter Wert, weil es natürlich dieses Manko hat, irgendwie nicht klimagerecht heizen zu können und so weiter. Also unter Wert ist eine komplette Enteignung. Dann geht es natürlich weiter. Die Mieter werden das auch spüren, bei denen ist aber keine Enteignung, da ist es nur Ausplünderung. Aber dann gibt es ja die ganzen mittelständischen Unternehmen, die irgendwelche Werkhallen haben, die Fabrikationshallen haben. Die müssen ja alle dann auch auf diese Art und Weise beheizt werden. Und da wird es genügend Firmen geben, die sowieso schon unter Druck stehen wegen der hohen Energiepreise. Aber wenn das dann noch kommt, diese Sanierungspflicht, dann werden die sagen, okay, ihr könnt mich mal, ich höre jetzt auf. Wir haben ja auch Vermieter. Also die AfD ist ja eine Partei des Mittelstandes. Und jetzt nehmen wir mal an, wir haben einen Handwerksmeister. Und der war geizig in seinem Leben und hat sich irgendwo als Altersvorsorge schlau ein Mietshaus gekauft. Fünf, sechs Parteien. Der muss ja jetzt auch sanieren, aber er kann es ja nicht komplett auf die Mieter umlegen. A, gehen dann die Mieter von der Fahne. Zum Zweiten wird das Gesetz so aussehen, dass man es nicht sofort umlegen kann. An wen verkaufen denn solche Leute? An wen verkauft denn die alte Dame? Die verkaufen an irgendwelche Heuschreckenfirmen. Ja. Das ist doch das nächste Enteignungsprogramm von deutschen Mittelschichtlern zu Heuschrecken wie BlackRock und Co. Und damit sieht man, in wessen Namen und Auftrag die Ampel und die CDU Politik macht. Sie macht Politik für globale Heuschrecken und will die deutsche Mittelschicht Schritt für Schritt enteignen. Genau. Damit wir alle Mieter sind. Und dann, wenn du dann auf Facebook zum Beispiel Carsten Hilse likest, dann ist das eine Kündigung. Genau. Das ist das Problem. Also BlackRock ist ja einer der größten und Vanguard ist sozusagen der zweite große Player weltweit. Das sind eben Leute, die eben auch mit Immobilien wahnsinnig viel Kohle machen. Und das sind eben Heuschrecken. Und letztendlich, irgendeine grüne Politikerin, weiß gar nicht mehr, wer es gewesen ist, die gesagt hat, ja, wir werden den Deutschen den Traum vom eigenen Auto und vom eigenen Heim nehmen. Das ist deren Ziel. Das ist Ziel. Und in den großen, Legebatterien, so nennt man ja, diese großen Wohngebiete oder, Wohnhäuser dann letztendlich auch, Hochhäuser und so weiter, da wohnen die grünen Wähler. Da wohnen die Grünwähler. Am besten, na gut, da will ich nichts dazu sagen, ja doch, aber in den Großstädten wohnen die Grünwähler, weil die haben wieder was, mal ein ganz anderes Thema, mit irgendwelchen Wölfen zu tun, dass sie sich nicht mehr in den Wald trauen. Für die ist das ein Kuscheltier, was zufälligerweise in der Wildnis lebt. Ja. Die haben natürlich auch keine Probleme damit, dass überall Windräder hingestellt werden, weil hier in der Stadt stellen sie keine Windräder hin. Ich habe das schon mehrmals gefordert. Ich habe gesagt, Leute, Tempelhofer Feld ist genügend Platz, da könnt ihr 10 so eine Dinger hinstellen. Dann können die ganzen Grünen hier mit ihren Lenkdrachen wieder nach Hause gehen. Genau. So, die Grünwähler haben natürlich in der Stadt auch kein Problem, dass das Autofahren problematisch geworden ist. Die haben die Straßenbahn, die haben öffentlichen Nahverkehr. Für die ist natürlich auch das 49-Euro-Ticket super. Ja. Das, der ländlichen Bevölkerung nutzt das meistens gar nichts, weil ein- oder zweimal am Tag der Bus hält und das war's. Das heißt, die bedienen sozusagen ihre grüne Wählerschicht. Ja. Und ich weiß gar nicht, wer es gesagt hat. Ich glaube, Strauß hat es gesagt, grüne Ideen gedeihen nicht in den Arbeitervierteln, sondern in den Schickeriervierteln, in den Innenstädten. So ungefähr hat er es gesagt. Ja, aber so ist es. Das sind die grünen Wähler. Und wir stehen für diejenigen, die täglich auf Arbeit gehen, die sich ein bisschen was geschaffen haben oder ein bisschen was schaffen wollen, die ehrliche Arbeit nachgehen, die Steuern bezahlen und so weiter. Das sind diejenigen, die uns wählen, weil sie wissen, es ist in Gefahr, was ich mir schon erschaffen habe oder haben schon etwas verloren. Aber wie gesagt, wir sind diejenigen, die arbeitende Bevölkerung, obwohl ich niemanden verurteilen will, der aus welchen Schicksalsgründen auch immer nicht arbeiten kann. Dann war es aber nicht seine Schuld, aber wir haben genügend Leute, die arbeiten könnten, aber nicht arbeitswillig sind. Also bei den deutschen Staatsbürgern
unabhängig welcher Herkunft, haben 5% kriegen gerade Bürgergeld. Bei den Syrern, 2015 eingewandert, sind wir über 50%. Ja, ja. Das heißt, es ist ganz klar, wir vertreten diejenigen, die teilweise früh aufstehen, der Arbeit hart nachgehen und am Ende netto weniger haben, als wenn sie stempeln gehen würden. Ja. Und denen man dann am Ende noch sagt, du bist ja ein dummer Nazi, eine Kartoffel, deren Kindermann in den Schulhöfen mobbt, weil sie ja oft in Gegenden wohnen, die jetzt von Migranten überfremdet werden und. Das ist zum einen unsere Wählerschicht und dann eben auch so die kleinen und mittleren Unternehmer, denen man jetzt um den teilweise ererbten Wohlstand bringt, den sie immer weiter ausgebaut haben. Und das ist schon so, wir wollen, dass sich Arbeit lohnt, aber wir wollen ja nicht die Hängematte für die ganze Welt sein. Richtig. Und da müssen wir auch nochmal nachjustieren bei unseren Sozialprogrammen. Also Kombilohnmodelle sind sehr sinnvoll. Und ansonsten würde ich sagen, mal genau hinschauen, fördern und fordern. Also da hatte Gerhard Schröder schon den richtigen Riecher. Da muss man wieder zurück. Jetzt gibt es ja eventuelle neue Parteigründungen. Sarah Wagenknecht zum Beispiel oder Maaßen Krall. Was sagen Sie dazu? Ist das eine Gefahr für die AfD? Also das wird ja herbeifabuliert. Es wird ja herbeifabuliert, dass wenn Frau Sarah Wagenknecht eine Partei gründet, dass dann 10% in Thüringen zum Beispiel dann AfD, von der AfD weggehen und Sarah Wagenknecht. Das glaube ich nicht. Erstens ist es sowieso schwierig, eine Partei zu gründen. Es gibt kleine Zeitfenster immer in der Geschichte, wo eine Parteigründung erfolgreich ist. Und dann ist Frau Sarah Wagenknecht, natürlich sagt sie sehr oft was Vernünftiges, aber das ist trotzdem durch und durch eine Kommunistin. Ja. Erstens das und zweitens, Alice Weidel hat es richtig gesagt, es braucht nicht nur einen Häuptling bei einer Partei, sondern es braucht Indianer. Und diese Indianer hat sie, glaube ich, nicht. Es braucht also Strukturen, es braucht Leute, die vor Ort sind, die Wahlkampf machen, die Plakate hängen, die Flyer verteilen und so weiter und so fort. Und dann muss ich mal ehrlich sagen, ich weiß es gar nicht, ob sie es wirklich so ernst meint. Weil sie hat erstens mit Aufstehen, hat sie groß angekündigt, hat nicht funktioniert, ist wieder sozusagen in der Versenkung verschwunden. Zweitens war die große Friedensbewegung, die sie angekündigt hat im Februar. Ich war auch auf der Demo hier in Berlin, hier direkt in der Nähe. Und dort hat sie gesagt, ja, und das ist nur der Anfang und wir machen jetzt jeden Monat, so hat sie es nicht gesagt, aber wir machen jetzt regelmäßig Friedensdemos. Nichts mehr. Das ist, Frau Wagenknecht ist jemand, die hochintelligent ist, ist natürlich eine Ideologin, sympathisch rüberkommt, weil sie eben im Gegensatz zu den meisten anderen Linken einfach auch mal einen klaren Gedanken fassen kann und nicht von gebärenden Personen spricht, worauf sich ja die Linken vorrangig im Moment konzentrieren. Aber ob sie es wirklich tut, ob sie es erfolgreich tut und ob sie dann uns Wähler abschwimmen, das stelle ich in Frage. Dann kommt natürlich Markus Krall, aber da sehe ich nun wieder eher die CDU am Schrumpfen, weil es gibt so viele konservative CDUler, du wirst mir recht geben, die mit der Faust in der Tasche sagen, Mensch, was macht der denn jetzt wieder für einen Blödsinn? Kommt doch mal endlich zurück zur konservativen Politik. Sagt doch endlich mal ganz ehrlich, stellt euch doch mal, Friedrich Merz, das würde ich sogar dann respektieren, würde ich sagen, okay, jetzt hat er was Gutes gesagt, stell dich doch mal vorne ans Rednerpult bei einer Bundestagsrede, ja, die letzten 16 Jahre mit Frau Merkel waren ein Fehler. Und jetzt machen wir wieder eine konservative Politik. Aber das tun sie nicht. Die machen sozusagen im neuen Imagefolge, kommt Frau Merkel auch wieder vor. Zufälligerweise auch das georgische Parlament. Ja, das war sehr schön. Da habe ich so gelacht. Also sie wollten den Bundestag einspielen, das war so im Hintergrund zu sehen, aber es war, hat dann natürlich, so, da ja. gibt es Leute, die sehr, sehr aufmerksam sind, und das finde ich natürlich heutzutage super. Und das war das georgische Parlament. Also, Markus Krall ist ein guter Mann, Heiko Maaßen ist ein guter Mann, ich weiß nicht, ob Max Otte da mitspielt. Ich glaube nicht. Ich glaube, es geht nur um Maaßen und Krall. Und ich gehe davon aus, dass die eher der CDU Wähler abspenstig machen und nicht uns. Also wir haben, zumindest im Osten haben wir, glaube ich, solche stabilen Wähler, dass sie sich von solchen Irritationen quasi nicht mehr beeinflussen. Kann sein, dass wir vielleicht 1 oder 2% verlieren, aber ich glaube... Aber nicht die Masse, so wie das die grünen, linksgrünen Medien. Aber wie siehst du das? Wagenknecht müsste ja erstmal eine stabile Truppe hinbekommen. Also zum Beispiel gibt es Frau Giro, die war auch bei der Friedensdemo dabei, die würde da mitmachen. Die vertritt aber zum Beispiel bei Europa das Thema Nationalstaaten komplett abschaffen
Europäische Republik und freie Einwanderung. Na, viel Spaß. Ich hoffe, die wird Spitzenkandidatin. Ja? Ja, weil dann haben wir auch keine 2%, die wir verlieren. Aber das ist ja das, was Sarah Wagenknecht nicht will. Also wo sie einfach Realität... Genau, aber sie hat ihre... Mhm. Sie sagt, vernünftig ist, aber ihre Mitstreiter sind teilweise völlige Linksextremisten. Ja. Und die soll mal eine einheitliche Linie hinbekommen. Ja. Und dann werden wir ja ihre Mitstreiter mal mit alten Zitaten konfrontieren. Ja, ja. Und niemand gibt gern zu, sich geirrt zu haben. Also ich glaube, bei Wagenknecht ist der Moment vorbei. Die wird die Linke zerstören, Gott sei Dank. Aber... Also die Linke wird dann sicherlich unter 5% in der Bedeutungslosigkeit verschwinden. Ja. Aber ob Frau Wagenknecht über 5 kommt, sehe ich nicht. Das glaube ich auch nicht. Sagen wir, die linksgrünen Medien versuchen natürlich alles. Die ist ja, sag ich mal, eigentlich Dauergast in den Talkshows, weil sie es natürlich wollen. Auf uns abgesehen haben. Richtig, weil sie es auf uns abgesehen haben. Und Björn Höcke hat es ja richtigerweise gesagt, wenn sie damals im Februar diesen Jahres diese Parteineugründung durchgezogen hätte, dann wäre sie glaubhaft gewesen. Aber jetzt nicht mehr. Aber jetzt nicht mehr. Also jetzt, wo die AfD einfach sowas wie einen Höhenflug hat, ich sage noch nicht Höhenflug, aber wir haben sowas wie einen Höhenflug. Wir haben einen ganz guten Lauf. Wir haben einen ganz guten Lauf. Und dann durchschauen das die meisten Leute, dass es nur deswegen macht, um letztendlich die AfD... Und gleichzeitig sagt sie ja, sie will mit uns nicht koalieren. Richtig. Mit wem will sie denn koalieren? Ja, mit der SPD. Also will sie wieder mit den Grünen-Kommunisten. Genau. Die nächste Ampelpartei. Also ich glaube, man kann ihr doch einfach sagen, wollen Sie mit der AfD koalieren? Nein. Also sind Sie die nächste Machtstütze von Ampel und CDU. Richtig. Und damit ist sie weg. Und was jetzt Maaßen-Krall angeht, also es ist ja jetzt in diesem Segment, dass da so glauben, zwischen uns und der CDU zu passen, ist es, hilf mir mal. Also wir hätten die Alpha-LKR, die Blaue Partei. Die Blaue Partei, dann haben wir noch die Patrioten irgendwas hier in Sachsen-Anhalt. Ihr ja, also... Aber wie hießen die, weiß ich gar nicht, alternative Patrioten? Ich weiß es nicht mehr. Genau, dann haben wir noch irgendwie Bündnis D hier und... Dann haben wir noch, ja, Bündnis Deutschland. Dann haben wir noch die Freien Wähler neuerdings. Also das in einer Lücke. Also das ist ja mit dieser berühmten Lücke zwischen uns und der CDU. Es ist so ein bisschen wie mit Loch Ness. Ja, also es soll es geben. Ja, aber dass jetzt wir jetzt 3 oder 4 Parteien haben, ja, die also dieses Es soll es geben Lücke ausfüllen, ja, ja, die Probe aufs Exempel machen wir. Ja. Und ich kann allen Wählern nur sagen, also ehe sie ihre Stimme verschenken, ja, nehmen sie uns. Ja. Wir haben jetzt nicht 10 Jahre gekämpft, um eine 20% Rechtspartei sauber hinzukriegen, damit dann irgendwer kommt und sagt, schaffe ich in 10 Monaten. Ja. Logisch, ja. Alle bei uns sind ja offensichtlich, Carsten, du wirst mir recht geben, wir sind alle so doof, wir brauchen 10 Jahre dafür. Und Markus Krall mag seine Verdienste haben. Das ist ein solches Genie. Ja. 10 Monate, ja. Wer das glaubt, allen Ernstes, soll trotzdem nochmal in sich gehen, ob er seine Stimme verschenken will. Ansonsten, es gibt halt rechts der Union nur uns. Ja. Und der Bedarf an Splitterparteien zum Stimmenverschenken, ich glaube, ist gedeckt. Ja. Die Situation ist ernst. Also insofern, wir schauen mal, die werden sicher ein bisschen Welle machen und uns alle angreifen. Aber ich halte das, die Gefahr, stimme ich dir völlig zu. Ja, und vor allen Dingen auch die Verwurzelung Wer klebt die Plakate? Nicht nur das, du kannst doch, da haben wir in den Altbundesländern unter Umständen vielleicht noch ein bisschen Nachholbedarf, aber in den Ostländern, wir sind einfach den Westländern, eine Legislaturperiode voraus, so nenne ich es mal. Gemeinderat, ja. Stadträte, Kreisräte, Bürgermeister, Landräte und so weiter und so fort. Gut, Bürgermeister und Landrat haben wir auch gerade mal in, aber wir haben genügend Gemeinderäte, wir haben genügend Kreisräte und so weiter und so fort. Und das ist das, was dann letztendlich die Politik, die normale konservative Politik dann in die Breite trägt und wo sie dann auch an Akzeptanz gewinnt. Wir haben, glaube ich, auch unseren Lauf, gerade im Osten, dadurch, dass wir gute Kommunalpolitik machen und die Leute einfach sehen, ja, das sind ja gar keine Leute mit Springerstiefeln, sondern die machen einfach Sachpolitik, die machen einfach vernunftgeleitete Politik. Und das traut man dann natürlich den Landtagen, den Landtagsabgeordneten, Bundestagsabgeordneten und EU-Abgeordneten natürlich genauso zu. Das ist auch die Frage, wer wird denn da Mitglied? Ich meine, wir haben ja schon bei Wagenknecht gesprochen. Auch die brauchen ja eine Liste mit Kandidaten. Wen nehmen die denn? Alle, die bei uns gescheitert sind, weil sie nur streiten konnten und nichts hingekriegt haben? Ja, gut. Oder kommt da, wer soll denn da kommen? Ja, es reicht ja nicht aus, ich habe da ein Gesicht.
Das hat Per Wilders in jedem Wahlkreis einen Kandidaten bei der Per Wilders hat das probiert und ja. Ist es auch nicht. Ich glaube das nicht. Also, das sind so Internetblasen, die da gerade hochploppen. Ich denke, wir haben allen Grund, wir beobachten es, wir sind nicht arrogant, wir nehmen es ernst, ja. Aber der Hauptgegner bleiben CDU und Grüne. Ja, selbstverständlich. Wer Grün wird, wird den Krieg. Ist auch noch die Frage, kennen Sie die Werteunion und wie stehen Sie zur Werteunion? Naja, aus dem Portfolio wird ja diese neue Partei entstehen. Also die werden nicht das so große Problem wie Sarah Wagenknecht haben. Die CDUler waren noch nie Fußvolk, also die haben, glaube ich, nie gerne selber Plakate aufgelegt. Das haben sie meistens der Jungen Union überlassen. Genau, die gibt es nicht mehr. wie auch immer. Da ist die Personaldecke vielleicht schon ein bisschen größer. Also, wobei die Werteunion hat irgendwie einen Altersdurchschnitt von 60 und ist, glaube ich, regional doch recht auf den Westen beschränkt. Ja, ja, ist sie. Und es sind auf die, wie viele Mitglieder hat die CDU noch? 300.000 ungefähr? Ja, 2.000 oder 2.500. Und, ich hätte gedacht 5, aber ich weiß es nie genau. Vielleicht. Aber das ist also ein verschwindend geringer Teil von den Leuten. Und wenn man weiß, wie das funktioniert, wie viele Mitglieder sind denn wirklich sozusagen aktiv, wie viele sind engagiert, wie viele Leute wollen auch wirklich, sag ich mal, vielleicht spenden. Nicht nur spenden, sondern eben auch aktiv werden in irgendwelchen Gemeinderäten, also in kommunalen Parlamenten und so weiter und so fort. Das ist ja dann meistens ein Zehntel. Also 10%, das ist ja bei uns ähnlich. Ne? Also das muss man ja einfach ehrlicherweise sagen. Es ist aber auch in Ordnung, manche Leute sagen, okay, pass auf, ich kann nicht mehr, ich kann nicht mit euch Plakate aufhängen, ich kann nicht mit euch an den Infostand gehen, das lässt meine Gesundheit einfach nicht mehr zu, aber ich bin trotzdem Mitglied, zahle den Mitgliedsbeitrag, damit ihr wenigstens damit irgendwas machen könnt. Das ist vollkommen in Ordnung. Und wenn du dann sozusagen das runterbrichst, sagen wir 5.000, dann hast du 500 aktive Mitglieder. Was willst du denn damit machen? Und auch inhaltlich muss man eins gucken, die Werteunion träumt ja eigentlich davon, in die alte Bundesrepublik von 1985 zurückzugehen. Ja. Aber wir müssen die Zukunft gestalten. Richtig. Es gibt keinen Weg zurück mehr. Und das, ich verstehe ja die Nostalgie. Mhm. Ja, wir hatten ja auch Westverwandte und dann das Westpaket roch immer gut und es war sehr schön, wenn es Geschenke gab. Nur, es ist eine Welt, die gibt es nicht mehr. Ja. Es war sicher für viele, die darin gelebt haben, eine sehr schöne Welt. Ja. Ich will diese Nostalgie überhaupt nicht kleinreden. Aber wir haben jetzt Krieg in Europa. Der Wohlstand, der damals herrschte, ist vorbei. Die Leute wird jetzt eingeredet, dass es nicht mehr klar ist, ob man Mann oder Frau oder irgendwas ist, was es nicht gibt. Und dann angeblich müssen wir uns alle arm werden, um das Wetter zu retten. Und da komme ich doch nicht mit der Vorstellung, ich baue jetzt aber meine schöne alte Bundesrepublik von 1985 wieder auf. Weil und ich nicht glaube, die Leute, es funktioniert nicht. Es funktioniert doch nicht. Ne? Es funktioniert schon deshalb nicht, weil es eben keinen einen Hegemon mehr gibt. Also genau. Die Vereinigten Staaten als größte Wirtschaftskraft, als eigentlich alleinige große Wirtschaftskraft, das gibt es einfach nicht mehr. Es gibt, erstens gibt es die BRIC-Staaten, dann gibt es China, Russland, Amerika und dann gibt es auch viel, viel mehr Konkurrenz auf dem Weltmarkt durch die ganzen aufstrebenden, teilweise BRIC-Staaten, aber eben auch afrikanische Staaten, die nordafrikanischen Staaten und so weiter und so fort. Die Welt gibt es nicht mehr. Wir haben damals, glaube ich, auch einen guten Wohlstand, oder die Bundesrepublik damals hat einen sehr guten Wohlstand gehabt, weil sie so eine Macht war, wohinter ihr so lange, lange, lange nichts kam. Deswegen, und das gibt es einfach nicht mehr. Und es ist halt schade, wir müssen den Leuten klar machen, die Vergangenheit war schön, und wir gehen in die aber Zukunft. Wir gehen in die Zukunft. Richtig. Und die Werteunion ist der Club der Nostalgiker. Hm. Ja, es ist der 1985 Revival Club. Aber wer in der Realität lebt und eine schöne Zukunft haben will für Deutschland, der muss halt AfD wählen. So sieht's aus. Gutes Schlusswort. Ich denke mal, ist runter. Also eine Frage war noch, die habe ich noch gelesen. Jetzt. Wie möchte man Staatenlose, also die keinen Pass haben, abschieben? Letzte Frage für heute. Das ist eine sehr, sehr, gar keine so einfache Frage. Also die könnte ich nicht... Schwerste zum Schluss. Nein. Also wenn du dann den Absender wirst du ja dann wiederfinden. Ja. Also ich glaube, da muss ich direkt nachfragen. Also der eine Weg, den es gibt,
Es gibt einen Weg und da haben wir aber ein Problem mit dem Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte. Ja, nicht nur mit dem. Also es gibt auch den internationalen Gerichtshof, glaube ich, zu wissen, für Menschenrechte, dass du einen Staatenlosen nicht einfach irgendwo hinschieben kannst. Also die Idee ist, du schließt es mit irgendeinem, also man hat ja eine Ahnung, wo er herkommt. Ja? Also wer aussieht wie ein Chinese, wer aussieht wie ein Chinese, kommt in der Regel jetzt nicht aus Nigeria und vice versa. Okay. Das heißt, du schließt mit Ländern in der Region Verträge, machen die Australier und sagen, pass auf, hier kannst du nicht bleiben, aber wir sorgen dafür, dass Land X dich aufnimmt. Mhm. Das haben die Engländer jetzt gewollt und dann ist ihnen tatsächlich der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte dazwischen gefahren und hat gesagt, das dürft ihr nicht. Mhm. Und deshalb sind wir, glaube ich, sind wir die einzige Partei, die im Wahlprogramm drin hat, wir müssen auch an diese Konvention, Genfer Flüchtlingskonvention und an die Menschenrechtskonvention, ran. Weil wenn wir da nicht rangehen, in der Tat wirft in Zukunft jeder seinen Pass weg und wir haben das Problem. Aber der einzige Weg ist, dass die Leute wissen, ich komme trotzdem nicht rein, die schieben mich gnadenlos in Drittstaat ab. Also ich muss jetzt dazu sagen, dass ich jetzt davon ausging, dass der Fragesteller wirklich Staatenlose gemeint hat. Also die wirklich keine... Gibt es ja kaum welche. Ja, wir stehen in Klammern ohne Pass. Ja, und das hast du aber nicht dazu gesagt. Das hast du nicht dazu gesagt. Doch, ich habe gesagt ohne Pass. Nein, du hast gesagt nur Staatenlose. Hier. Die nicken alle. Okay, dann habe ich... Ich bin im Recht. Aber Dann habe ich es überhört. Ja, aber ich habe gesagt, diese geringe Menge, das weiß ich gar nicht. Also, ja, das ist doch vollkommen klar. Drittstaat. Aber könnt ihr die nie in die Länder zurückgeben, wo die hergekommen sind, über die Grenze? Geht das nicht? Du weißt ja nicht, über welche Grenze sie gekommen sind. Du meinst jetzt nach Österreich, nach Polen und so weiter und so fort. Das meinst zum Beispiel, du, ne? Ja. Das ist klar, aber da muss er wissen, wo sie herkommen. Ja, also wie gesagt, also da gibt es diesen Weg, den Max beschrieben hat und das machen viele andere Länder. Und außerdem, sondern sehr oft sind die Leute, die wenigsten sind so clever, dass sie sich nicht registrieren lassen, sondern die lassen sich registrieren. Wer jetzt zum Beispiel in Lampedusa angekommen ist, der lässt sich registrieren und geht dann weiter. Verschweigt natürlich, dass er schon mal ein Aufnahmeverfahren durchgemacht hat. Und dann gibt es natürlich immer noch, Telebild, wo man quasi über Interpol oder Europol mit den anderen Behörden zusammenarbeiten kann. Und dann gibt es einen Abgleich und dann wissen sie, okay, der hat mit dem und dem Pass, hat er sozusagen sich hier angemeldet oder eben auch nicht, keine Ahnung. Aber und dann gibt es immer noch die Möglichkeit, dass man mit Ländern Verträge schließt, dass man denen sagt, ja, pass auf, wir zahlen euch hier so und so viel Kohle und alle, die wir nicht haben wollen, die aber nie sagen, wo sie herkommen, die kriegt ihr. Und irgendwann sagen die dann schon, wo sie hergekommen sind. Genau, weil das ist gut investiertes Geld, selbst wenn das extrem teuer ist, weil wenn das einmal die Runde macht, dass ich zwar, wenn ich in Deutschland von der Polizei aufgegriffen werde, mich in Burundi wiederfinde, da kommt ja keiner mehr. Ja, ist so. Ja, das ist ja eine Frage der Abschreckung und Wirkung. Mhm. Das geht, die Australier machen es, die Briten dürfen es nicht. Aber es bleibt dabei, nur wir werden diese internationalen Konventionen so ändern, dass wir es dürfen. Denn eins ist auch klar, alles, worüber wir reden, ist erledigt, wenn wir nicht die Grenzen dicht kriegen. Wenn wir hier weiter eine halbe Million Kostgänger pro Jahr reinlassen, die auch nicht zu uns passen, ist hier eh Schicht im Schacht. Und insofern ist die Immigration das... Remigration, ja, ganz klar. Der Italiener, der hat mich heute ganz, ganz erschrocken angeguckt, der mich da interviewt hat. Hast du dem wieder erzählt? Nein, dem habe ich gesagt, ja, und wenn die... Ich habe natürlich gesagt, okay, weil der gesagt hat, Europa lässt uns alleine. Ja. Ne? Da habe ich gesagt, natürlich müssen wir dafür sorgen, dass die europäischen Außengrenzen geschützt werden gegen illegale Migration. Und da habe ich gesagt, und solange das nicht passiert, müssen wir in Deutschland unsere Grenzen zumachen. Genau. Hat er mich mit großen Augen angeguckt und dann hat er so gesagt, ja, da bleiben die ja alle bei uns. Ja, genau. Das kann man nicht machen. Ja, dann habe ich gesagt, ja, dann ist aber vielleicht eure Motivation ein bisschen größer, die europäische Außengrenze zu schützen. Und zweitens habe ich gesagt, wird das nicht lange dauern, dann spricht sich das rum, dass Deutschland zu ist, dann kommen die auch nicht mehr, weil, ich vergleiche das immer mit einem Supermarkt, da habe ich gesagt, wenn du weißt, dass der Supermarkt zu hat, fährst du nicht hin. Dann gehst du nicht hin zum Supermarkt, wenn du vor verschlossener Tür stehst. Und das spricht sich dann rum, so wie sich alles rumgesprochen hat, dass Honig und Milch hier fließt. Ja. Hat sich ja auch rumgesprochen und deswegen sind sie alle gekommen. Genau. Und wenn sich hier rumspricht, du kommst nicht mehr nach Deutschland. Und zweitens, dein Flüchtlingskahn wird von deinem italienischen Marine endlich aufgebracht und nicht nach Lampedusa begleitet, sondern nach Tripolis. Ja.
dann hat sie es auch erledigt, weil da will auch keiner hin. Und deshalb ist die italienische Regierung endlich am Zug, was zu machen. Und da muss man auch zugeben, als unser Freund Matteo Salvini Innenminister war, da war das. Klappte es. Ja. Und was macht Meloni? Sie fährt mit Ursula von der Leyen ausgerechnet nach Lampedusa und jammert. Also großes Thema, was wollen wir nicht? Wir wollen nicht die Melonisierung der AfD, sondern wir wollen... Sehr guter Begriff. Ja, wir wollen knallhart, und dass man auch in Italien die Grenzen dicht kriegt, hat Matteo Salvini bewiesen. Ja. Und bleibt er auf europäischer Ebene unser Verbündeter. Und den anderen schenken wir ein. Hast du ja heute gemacht. Gut. Vielen lieben Dank für Ihre Zeit. Vielen lieben Dank für die tollen Fragen. Und dann sehen wir uns tatsächlich im Oktober wieder, allerdings dann von Dresden, zusammen mit Jörg Orban. Ach, dem zukünftigen Ministerpräsidenten. Hoffen wir es. Ja. Ich dachte, wir schnappen ihn uns nochmal, bevor er dann unerreichbar wird. Unerreichbar wird für uns. In diesem Sinne, ich wünsche Ihnen einen schönen Abend. Vielen lieben Dank fürs Einschalten. Bis dann. Bis dahin.